So, willkommen zurück, Leute. Wir machen jetzt einen Ausflug in die Villa Sonne. Ab geht's. Cheer. Hört sich jedenfalls schon sehr sonnig an. Du uns helfen. Horden wilder Rhinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Oh, weia. Retten wir den Bürgermeister. Ach genau, wir gucken mal in unser schlaues Handbuch, ob es hier Fähigkeitspunkte gibt. Verbrenne alle Bäume. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein Ziel ist. Skateboard Streckenrekord 1. Na, gucken wir gleich mal. Da gucken wir gleich mal. Tja, Boys, wohin mit euch? Waren die gegen die Wand gelaufen? Was eine Aussicht. So, diesmal aber nichts vergessen. Ah, hier ist es tatsächlich wieder so, dass die Gegner auch wieder Edelsteine hinterlassen. Lass mich nur wieder zu Atem kommen und dann mache ich den Kerl fertig. Na sicher. Den beiden haben wir es gezeigt. Wenn sie nicht in der Überzahl gewesen wären, hätte ich sie schon lange erledigt. Na klar. Die Frösche. Hier war auch wieder ein Edelstein versteckt. Meine Fresse, die sind so schwer zu sehen in dem hohen Gras. Habe ich auch alle Bäume jetzt geholt? Ich will hier nichts übersehen und dann ewig lange suchen nachher. Gut. Was willst du denn, Boy? Boy! Dieser Rhinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Mhm. Bang. Bang, bang. Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger, kehrst du zum letzten Funken zurück. Mhm. Auch Checkpoint genannt. Das sind ja ein paar Angsthasen. Ah, da geht's gleich hin. Ich schaue mich erstmal hier unten um.
Nee, hier ist nichts mehr. Zumindest nichts von Interesse. Oder geht's noch höher? Junge, 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 Junge. Ich gehe jetzt nochmal wieder hoch. Keine Sorge. Da war noch einiges zu holen. So, und jetzt fliegen wir mal rüber. Let's go. Und ein versteckter Baum noch dazu. Mhm. So, weiter, Yates. Das ist aber ein dickes Huhn. Mir ist schwindelig. Danke für die Hilfe. Aber ich denke, mit der Zeit hätte ich ihn besiegt. Na, die sind ja alle so... so mutig anscheinend. Oh, noch über 200 Stück. Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Riesenhühnerei. Na dann. Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Oh, was mag da wohl sein? Wir gehen da mal noch nicht rein. Ich spare mir das mal für gleich auf. Ich möchte mich hier noch einmal kurz umsehen. Ich frage mich, was das mit diesem Huhn auf sich hatte. Was ich da gesehen hatte. Oder hatte das einfach keine Bedeutung und ich denke einfach viel zu weit. Da wurde doch gerade eben so ein riesen dickes Huhn gejagt von einem dieser Rhinozerosse oder was das für Dinger sind. Falls es wen interessiert, Sheila, das Känguru, wird zurzeit gefangen, festgehalten von mir. Komm in ein paar Jahren wieder, die Zauberin. Tch. Oh.
oben sollen noch Edelsteine sein. Wahrscheinlich da drinne. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich überhaupt alle Bäume abgefackelt habe. Nun ja, gehen wir mal in dieses schwarze Loch. Ups. Oh, hier ist ja noch einer. Und das war der letzte. Schön. Mhm. Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Yeah! Skateboard-Herausforderung jetzt starten. Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst. Fang die Echsen. Wow. Ups. Ach Mann, ich kann ja nicht rückwärts fahren. Gerade eben war mir das ja auch schon passiert. Wunderbar. Kann ich auch was anderes außer hier diese Spins machen? Man hat ja viel gesehen. Komm her, du Mistvieh. Flinke Biester sind das. So, drei Stück noch. Wo verstecken sich die Viecher? Hui. Einer noch. Ah, da hinten ist er. Ab dahin. Hey, Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Emily. So.
Oh, da hätte ich ja fast was gemacht. Ups. Okay, wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Aber das wird nicht einfach. Die schwierige Skateboard-Herausforderung. Los geht's. Jetzt das Ganze auf Zeit, meine Güte. Oh Mist. Ah, schade. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Schnapp sie dir, Spyro! Nochmal, nochmal. Hallo? Bin noch perfekt aufgekommen. Ah, schade. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Schnapp sie dir, Spyro! Das war jetzt ein bisschen mysteriös. Volle Konzentration, Mann. Wow. Sind die Dinger nicht, um Kung Fu zu üben? Warum sind die in einem Skatepark? Okay, das war sehr gut. Drei Stück noch. Wo haben wir die? Die Biester. Da fliegt der letzte. Oh, jetzt darf bloß nichts schief gehen. Yeah. Oh, das war klasse. Und guck mal, da war noch ein Ei im Echsenbau. Ja, wen wundert's? Du kannst dich jetzt am Streckenrekord versuchen. Sobald du auf ein Skateboard steigst, startet ein Timer. Sammle so viele Punkte, wie du kannst, bis die Zeit um ist oder du hinfällst. Viel Glück! Mhm. Ja. Wie mache ich denn Tricks? Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt irgendeinen Trick mache. Oh! Ach so, auf Dreieck. Mhm. Cool.
Wollte eigentlich ein bisschen jumpen und ein paar Saltos oder Rollen oder was auch immer machen. Wow. Yeah. Das war aber gewagt. Ach Mist. Ach Mann, ich bin doch super aufgekommen. 3200 Punkte. Den muss ich schaffen, den Rekord. Ich würde sagen, auf ein neues.